Servus und willkommen bei einer neuen Folge von Planet Space. So, erstmal Deckel weg. So, beim letzten Mal haben wir wieder einen guten, haben wir ja unsere vorletzten Mal die Nahrungsmittelkrise gehabt. Die Nahrungsmittelkrise, ja, ich stelle mich wieder an. Und dann hatten wir das Problem, dass uns ja ein Großteil der Kolonisten weggestorben ist. Jetzt zum Glück haben wir ja einen Großteil wieder nachgeholt, einen Teil wieder nachgeholt. Aber was auf jeden Fall noch fehlt, sind Arbeiter ohne Ende und Ingenieure. So habe ich da eigentlich die Einstellung gemacht. Naja, machen wir halt über hier. Ah, jetzt lasse ich gerade Ingenieure einfliegen. Ah, okay. Ja, Geschwindigkeit nach oben. Lager ist proppenvoll. Das ist richtig. Ja, Händler brauchen wir gerade. Ach komm, die nehme ich jetzt gleich ganz raus. Ich habe meine Technologien, was ich gerade brauche. Oder, ja, ich habe alle Technologien. Eigentlich fehlen ja jetzt bloß noch Kolonisten, ne? Ah! Deaktivieren. Das sind böse, böse Leute. Ah, drei haben wir schon mal beseitigt. Ja. Nee, euch lasse ich nicht rein. Ja. Genau, so ist es doch am besten. Ne? Jack Bang, ja. Oh, bin ich froh, keinen Kolonisten verloren, das ist schon mal gut. So. Ah ja, ich kann ja wieder ganz Alarm ausmachen. Geschwindigkeit nach oben. Ja. Na, jetzt kommen richtige Kolonisten, das ist doch schön. Dann hoffe ich doch mal, dass die Halbleiterfertigung jetzt besser läuft. Ah, dann machen wir doch hier nochmal eine Waffenfabrik. Oder Waffen heißt's. Die Waffenwerkstatt, genau. Herstellungsgrenzen noch ändern, Ersatzteile nach oben. 35, Halbleiter nach. Ja, das nach oben. Ja, da muss ich jetzt definitiv. Armut aus 60. Genau, so ist doch besser. Jetzt haben wir echt einen Schwung dazu gekriegt, gell? Hier an Kolonisten. Das war ja wieder. Können wir jetzt ja auch. So machen wir das so genau. Genau so. Nee, so. So ist gut. So ist das besser. Ja, dann sollte ich jetzt ja vielleicht auch mal. Na, hier kommen.
So. Ah, jetzt haben wir ja schon 80. Was haben wir denn gekriegt? 23, 20. Ah, okay. Ah, sehr schön. Wie schaut denn die Energie aus? Ah, okay. Minimal. Ja, so machen wir. Gut. Gut Energie, ja. Aber hier mache ich sicherheitshalber nochmal einen Stromgenerator hin. Hier Energie für Sonne. Nein. Windturbine auch noch eine. Ich will lieber auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass ich das gleiche Problem habe wieder. Nicht, dass ich das gleiche Problem habe wie davor. Ja, das ist schön. 2, 2. Halt, das Netz 3, gell? Ja, 7. Ne, 2. Ach. Jetzt ärgern sie mich, gell? Ja. Das waren jetzt Biologen, oder? Ich gehe davon aus. Na, jetzt haben wir ja das auch schon. Dann kümmern wir uns mal. Ah, Schneesturm. Naja. Dann haben wir halt keinen Bob. Den Bob machen wir halt dann nach oben. Bob kommt hier hin. Genau. Entschuldigung. Bob kommt hier hin. Entschuldigung, was ist denn jetzt los? Entschuldigung, ganz kurz. So, jetzt hoffe ich, ist es besser, ja. Ja doch, wirkt so. was habe ich denn noch mehr an eine... Mal das Netzteil gucken hier. 440, okay. Waffen haben wir jetzt hier auch mehr als genug, wie es ausschaut. Dann will ich jetzt meinen zweiten... Ah ja, ist vorbei. Was, nur noch wenig Lagerplatz? Was machen denn die? Na gut, da ist jetzt viel Energie reingeflossen, gell? Ja, viel... So. Naja, so ist gut. So, da haben wir das, da haben wir das. Ach, hier ein Baum. Baum ist immer schön. Was habe ich eigentlich als Herstellungsgrenze für Arzneimittel? Unbegrenzt, gut. So, so, so. Ah, ich denke, ich mache hier nochmal 2 Halbleiterfertigungen rein. Ja, doch.
93. Oh doch, so ist doch schön. So ist das doch schön. Dann mache ich jetzt Wachen. Wachen, Wachen, Wachen. Wachen haben wir jetzt mal einen Schwung her. Ja, eigentlich brauche ich da gerade keinen. Ich denke, da machen wir mal eine Bar hin. Oh, noch gar nicht gehabt. Da machen wir mal eine Bar hin, genau. Kann nie schaden. 95, ja, haben wir, dann kriegen wir ja fast diesen einen. Den einen Meilenstein in weiteren, ne? Machen wir noch Pyramide her. Dann sind die. Da will ich aber keinen Platz haben, ne. Wir haben ja da oben genügend Platz. Die Bar wurde gebaut, ja, perfekt. Und sie wird auch schon mit Luft versorgt. So, genau. Chaka, chaka, genau. Wasserspender. Und ein Videobildschirm, genau. Dann ist das. Oh, jetzt haben wir ja fast schon die 100. Ah, ist doch geil. Abdeckung ist 60%, das ist gut. Haben wir jetzt unsere 100%, oder? Ja. Da haben wir es doch. Oh, eine neue Errungenschaft. Gefrorene Basis. Ah, ist doch schön. Wie schaut es hier aus? Noch 4. Das ist schön. So, das. Wie ist die Energie? Ja, natürlich ist die Energie wieder proppenleer. Eins, zwei. Ah, nee, ich denke, ich brauche da noch mehr Energie auf jeden Fall. Ich bin jetzt echt vorsichtig in der Sicht. Wieso geht das nicht? Hallo? Hallo? Ach, vielleicht weil das da so kaputt ist. Das könnte natürlich auch sein, ja. Das ist natürlich schlecht. Ja, dann machen wir den halt hier hin. Ist eh näher an der Basis, also müssen die nicht so weit laufen. Da haben wir das Lager da. Wie voll ist denn das? Jetzt platzt mein Zeug, mein Zeug schon, sage ich schon. Jetzt platzen die Lager hier fast schon förmlich von Nahrung aus. Davor konnte ich gar nicht genug haben.
So. Oh. Ja. Wunderbar, sind tot, bevor das Flugzeug weg ist. Ah, da ist ein vierter. Na also. Und weg sind sie. Und wieder kein... Wieder. Kein Kolonist verloren, danke, ja. So, da bauen wir jetzt hier gerade noch den Monolith. Dann haben wir auch den größten Wahnsinnig abgeschlossen. Dann fehlt bloß noch der Zusammenschluss. Ah ja. Ja, soll ich den auch noch machen? Es ist ja eigentlich an sich relativ uninteressant dann. Aber der Ehrgeiz verlangt es, gell? Wie viel habe ich jetzt eigentlich an der... okay. Ja, doch. Da haben wir jetzt auf jeden Fall genügend Waren. Dann hole ich mir lieber Sanitäter her. Jo, das hat mich jetzt doch etwas überrascht. Und dann sollte ich noch mehr Arbeit herholen, auf jeden Fall. 1, 2, 3, ja gut, das ist dann schon wieder. Ja, 13, dann hole ich doch. Machen wir es so. Wieso haben die Hunger? Der ist doch es zum Essen. Nee, der ist leer. Hallo? Was ist mit meinen Essensfertigern los? Hallo? Wie schaut's mit denen aus? Auch leer. Jetzt bin ich hier aber gerade ein bisschen... Warte mal, machen wir langsamer. Ich hab doch hier so einen Haufen Essen. Wieso wird es nicht hergenommen? Was machen denn die jetzt? Die sind alle leer? Hä? Spinne ich jetzt? Ah, wahrscheinlich deswegen, weil ich da alles so hoch priorisiert habe. Komm, nehmen wir die alle runter. Ja, den lassen wir drinnen, das machen dann eh die. Lass ich auch runter. So. Also jetzt platzt meine Lebensmittelvorräte eigentlich, aber da kommt keine Nahrung an. Was ist denn da los? Dann machen wir doch hier mal das hoch. Da werden wir halt jetzt massiv Bohrroboter, Transportroboter bauen. Hier haben wir dann 60, ja. 80. 80 ist gut. Machen wir die aus. Weil sonst ist es doch etwas zu viel, glaube ich. Auf einmal. Dann hoffe ich jetzt, dass... Ah, da kommt Nahrung. Oh. Ja, jetzt wird es beliefert. Gut, das war jetzt eine gute Idee von mir. Hoffe ich zumindest.
Da fehlt bloß noch einer, okay. Ah, wunderbar. Kann ich das irgendwie verbinden? Nein. Und das, auch nicht, schade. Wie es ausschaut, sollte ich dann hier auch... Was macht es mal? Ja, passt. Passt, passt, passt. So, perfekt. Ja, das ist voll, voll, alle voll, wundergeil. Jetzt mache ich mal gut Energie. Die werden auch fast schon... Jetzt sollten sie gut mit Luft versorgt werden eigentlich. Mal schauen. Komm, hoch, hoch, hoch. 20, 21, komm, das kann ich jetzt schon erwarten. Komm, 21% erwarte ich jetzt aber schon. Ey. Merk mich dir. Eigentlich gut belüftet werden, müsste man denken, ja. Ah ja, schau, jetzt weiß ich, was man hier brauchen könnte. Ein Multidom. Ja, jetzt lass dich halt verbinden und dich mit dem auch. Weil die lüstern ja fast schon nach Unterhaltung. Wie schaut's hier jetzt eigentlich aus? Bescheiden. Obwohl bloß nur eine Ressource fehlt. Also wirklich. Freuen sich tierisch über die Bar, muss ich jetzt auch mal so sagen. Sollte mir das zu denken geben? Kann ich hier noch irgendwo eine reinsetzen? Eine reindrücken. Reindrücken mit aller Gewalt. Ja, wenn dann. Dann machen wir das doch auf Angeberart. So. Können wir da noch was zwischenklemmen? Oh, was Größeres? Nein. Entschuldigung. Aber... So. Genau, so haben wir das doch schön. So ist besser. Aber da kommt ein Bauroboter rein. Ja, doch, genau so. Schneesturm. Aber jetzt, ja. Perfekt, perfekt. Da nochmal einen Schlafsaal reindrücken. Ah, ja. Kann ich da auch einen großen Sekunde? Wenn ich da einen großen reindrücken kann, wäre das noch besser. Ja.
noch besser. Also den einen Meilenstein hole ich mir jetzt noch und dann langt, denke ich, doch auch mal für heute. Oh, ganz vergessen. So. Ich dachte, jetzt bauen sie was, aber dann doch nicht. Ja, die wissen auch nicht so ganz, was sie wollen. Das ist doch der Multidom, genau. So. Nein. 1, 2, 3, 4. Videobildschirm. Und trinken. Ah, perfekt. Perfekt. Da haben wir eine Bar. Größtwahnsinnig bin ich auch schon, das habe ich immer gewusst. 1, 2, 3, 4. So, komm. Ja, dann halt keine. Das habe ich echt dahin gebaut, eine Aufbearbeitungsanlage, genau. Moment mal. Ach, die sind doch so bescheuert. Ach, was soll's. Ja. Eins, zwei. Ja. Genau. So haben wir doch eine gute Verteilung. Aber so kriege ich mein Lager wieder leer. Weil die platzen ja auch schon. Ah, jetzt mache ich hier doch ein. Einmal 50. 50 ist mehr als genug. Und die Verbindung kann ich jetzt auch bauen. Wunderbar. So, ach, die steht auch schon. Wir haben uns gut erweitert, haben jetzt fast alle Meilensteine, ist doch schön. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da. Dann bis zum nächsten Mal. Servus.